Da seid ihr ja auch schon wieder. Herzlich willkommen hier bei Phasmophobia zu einer weiteren Albtraumrunde. Wir sind hier im Ridgeview Courthouse und wir sollen heute Zeuge eines Geistereignisses werden, den Bereich des Geistes mit Räucherstäbchen reinigen und das Parabolmikrofon benutzen. Ja, mal was ganz Neues. So, schön rein. Guck mal, wo der Sicherungskasten ist, wie immer halt. Und das nächste Mal sind wir wieder im Sunny Meadows. Ich will das wieder gerade biegen. Hier haben wir den Spiegel. Dass mich da so ein blödes Hey-Event aus dem Konzept gebracht hat. Das gibt's ja gar nicht. Und gehe dann auf die Mare. Naja. Aber man sieht's, es kann nicht immer alles klappen. Mal übersieht man was, mal vergisst man was. Kein Versteck. Also wir haben gerade schon von unserem Fahrer die Meldung bekommen, oder von unserem Funkkollegen, dass es ein sehr gewalttätiger Geist ist. So. Dann noch in der Küche das Licht anmachen. So. Lassen das mal hier, das auch. Der ist wahrscheinlich oben. Kein Künstler heute zum Glück. Kein Klavierspieler. Eins, zwei und dann würde ich noch gerne eine Taschenlampe mitnehmen. Wir fangen mal oben an. Könnte ein Flurgeist sein. Ja. Das ist ein Flurgeist. Und kein Oni. Dann ist aber auch wieder der komplette Flur betroffen. Ja. Okay, dann decken wir einmal hier ab. So, das lassen wir mal hier. Noch keine Gefriertemperaturen. Vielleicht wieder ein Dämon. Dann sollten wir uns aber auch schleunigst ein Versteck suchen. Oder wir räuchern mal. Aber erst würde ich noch gern ein Kruzifix holen. Und Räucherstäbchen legen wir auch mal ab oben. So. Jetzt noch mal kurz gucken. Das deckt bis hier hinten ab. Und dann legen wir das halt hier hin. Ja, der gibt Gas. Dann würde ich mal gerne in die Garage gehen. Auch hier kein Versteck. Vielleicht da hinten. Knochen nehmen wir nur noch mit, wenn wir ihn sehen. Ja, hier ist gut. Das ist blöd. Hier wäre besser. Oder wenn wir halt nur 3-Sterne-Fotos haben und uns nur der Knochen noch fehlt für eine perfekte Jagd, dann würde ich auch noch danach sehen. Aber sonst belassen wir es dabei. Was machen wir jetzt? Das erste haben wir schon mal geschafft. Das Geistereignis miterlebt. Dann würde ich sagen, dass wir ein Feuerzeug mitnehmen zum Räuchern.
Und wir nehmen noch ein Buch mit, falls es wieder ein Dämon ist. Sie brauchen ja ihre Zeit zum Schreiben. Okay, ich habe Kindergelache gehört. Das heißt Raumwechsel. Hier nicht. Er ist noch hier. Er ist noch hier. Sehr schön. Okay. So, schön räuchern. Hat geklappt. Schreib ins Buch. Das lassen wir mal hier liegen. Was nehmen wir jetzt noch mit? Die Videokamera würde ich gerne aufstellen. Vielleicht sogar zwei. Aber ich glaube, wir gehen einmal nur rund. So. Die Box nehmen wir auch mit. Machen das in einem Abwasch. Erstmal nach einem Orb gucken. Dann die Box benutzen. Und dann kommen wir nochmal runter, nehmen Sanity. Jetzt haben wir aber einen Raumwechsel. Immer noch nicht. Na sowas. Kein Orb. Da fangen wir hier an. Bist du hier? Was willst du? Bist du da? Wie alt bist du? Bist du hier? Bist du da? Was willst du? Wie alt bist du? Bist du hier? Bist du da? Negativ. Buch ist auch unbeschriftet. Wir gehen mal raus. Also, was wir wissen ist, Diogen und Moroi fallen weg. Oni ebenfalls, wegen dem Hay-Event. Dann fällt der Shade weg. So früh wird er nicht aktiv. Okay. Beweise haben wir noch keinen. Das Einzige, was wir vielleicht sagen könnten, ich gucke aber jetzt nochmal, dass wir auch keinen Orb haben. Ja, dann würde ich auch sagen, dass der Mimik raus ist. Genau, der Mimik ist raus. Wir nehmen mal Sanity. Einmal. Und ich gehe mit dem Parabolmikrofon rein. Ich nehme auch die UV mit. Er hat ja gerade ein bisschen geklopft. Leg auch mal das EMF oben ab und die Fotokamera. EMF ist ein gutes Stichwort. Fingerabdrücke. Das hätten wir auch alles erreicht. Okay. Sicherung raus. Das mit dem EMF, das wollte ich gerade machen wegen dem Gin, hat sich aber erledigt. Wir tragen den Beweis mal ein. Ein Dämon. Vielleicht. Aber hätte er da nicht schon angegriffen? Ist die Frage. Dann müsste er aber noch ins Buch schreiben.
Und wir hätten Gefriertemperaturen. Es sei denn natürlich, er versteckt den Beweis. Dann müsste er aber auf jeden Fall ins Buch schreiben. Naja, wir gucken mal weiter. Dann würde ich ganz gerne jetzt noch eine Videokamera aufnehmen und hochbringen. Und auch einen Dots auslegen. Aber bevor wir das machen, gehe ich noch mal die Sicherung reinhauen. Ganz flott die Karotti. So. Ich hoffe, der Geist ist noch da. Ich meine, wenn nicht, es kann nur besser werden, weil der Flur, das ist immer so eine Sache für sich. Ich guck mal eben. Er ist aber noch hier. Sag ich so leichtsinnig. Wieder ein Fingerabdruck. Ist er vielleicht doch hier drinne jetzt? Ja. So. Er ist hier drin. 1,8. 4,9. Ja, das spricht dafür. Das ist gut. Kriegen wir besser abgedeckt. Braucht nur eine Kamera jetzt. Einen Dots. Moment. Okay. Dötzchen auslegen. Keinen sechsfingerigen Abdruck. Das wird ja für den Obake sprechen. Okay. Ich werde auch hier nochmal sprechen, ganz kurz. Bisschen Geduld. Bist du hier? Bist du da? Was willst du? Wie alt bist du? Nein. Jetzt gucken wir mal, ob wir einen Dots sehen. Eine Dots-Spur. Sehen wir jetzt natürlich gar nichts, dann ist der Gorio raus. Weil der hat ja auf Albtraum immer seinen Dots. Na, mal abwarten. Ja, ich denke, den Gorio können wir auch ausschließen. Zumal er ja fast nie oder sogar nie den Raum wechselt. Und das hat er ja getan. Deswegen Gorio raus. Ein Djinn ist es nicht. Vielleicht machen wir jetzt ein paar Tests. Würde ich sagen, dass wir uns mal jagen lassen. Oder noch mal kurz mit dem EMF hochgehen. Und mal für den EMF-5-Beweis gucken. Dann wäre es ein Obake oder ein Meiling. So machen wir das. Nur. Okay.
Das hätte ich gerne. So. Da geht wieder eine Tür. Ich guck noch mal. Jetzt haben wir EMF 5. Okay. EMF 5. Mai Ling oder Obake? Da machen wir jetzt natürlich den Test mit der Jagd. Das wäre ganz gut. Vielleicht wieder eine verfluchte Jagd. So. Die Taschenlampe brauchen wir jetzt. So. Wir nehmen das schöne Spiegelchen mit. Und werden eine verfluchte Jagd starten. Jetzt wieder im Flur. Eine Meiling. Sehr ruhig. Eine Meiling. Gut. Fotos verzichten wir drauf. Knochen auch. War eine sehr stille wieder. Okay, dann würde ich sagen, wir fahren nach Hause und gucken mal, ob wir richtig liegen. Welcome back. I've got some jobs ready for you. Nebenaufgaben gemacht, keine Fotos, kein Knochen gefunden. Aber wie gesagt, das will ich jetzt nur noch machen, wenn wir die Chance auf eine perfekte Jagd haben. Geld dürften wir uns eh nicht drüber beschweren. Und ich würde sagen, wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dann, ciao.